Willkommen zurück zu No Jetpack Survival. Ich habe schon ein bisschen gearbeitet, denn es gab einen Haufen Kommentare zum Schredder. Und ein bisschen was wollen wir davon heute auf jeden Fall umsetzen. Unter anderem, dass wir diese Geräte ein tiefer setzen, jetzt von Anfang an machen sollen. Ich dachte mir, ja, geht schon. Hätte ich gleich richtig machen können. Jetzt wäre ich hier fast noch drauf gegangen. So. Und zwar wollen wir die jetzt ein tiefer setzen. Und ich möchte diese Reihe hier auch gern setzen. Deswegen habe ich hier noch ein bisschen gebohrt. Wie machen wir das jetzt am schlausten? Fangen mal hier hinten an. Nehmen hier erstmal alles weg. Und die fallen einfach runter. Ich hoffe, dass ich nicht auch gleich noch runterfliege. So, dann haben wir die erste Reihe entfernt. Die sollen dann einfach ein tiefer sitzen. Ja, wir nehmen erstmal die Sachen hier alle weg. So, jetzt haben wir die Reihen da schon mal entfernt. Jetzt würde ich gerne da drunter noch eine Reihe Blöcke kriegen. Weiß aber noch nicht ganz, wie ich das mache. Oder vielleicht doch. Mal kurz das Sicherheitsnetz hier aufbauen. Ich muss noch ein tiefer. So, dann hier auf jeden Fall schon mal ein paar Blöcke setzen. So. Den hier weg. Und den, weil der nicht genau passt. Dann können wir den auch entfernen. Wir können hier die Blöcke setzen. Das heißt, da können die Schleifgeräte dann nachher sitzen. Habe ich sie noch auf meiner Leiste hier? Nein. Damit, falls ich gleich hier reinfalle, auch wieder rauskommen. Die müssen so sitzen. Und da müsste ich in der Theorie gleich nochmal bohren. Das heißt, wir lassen das mal so stehen. Dann die zweite Reihe hier noch. So. Ja, da muss noch ein bisschen was weg. Hier so einigermaßen reinkommen. Ich sollte nicht auf dem Block stehen, falls er kaputt geht. Nicht so leicht da ranzukommen. Achso, hier brauchen wir auch gar keinen Sichtgott. Hier kann einfach Wand sitzen. Da ist gar keine Rampe mehr. So, das heißt, die Blockreihe kann hier weg. Da komme ich nicht mehr durch. Wir müssen gleich was Ähnliches auch auf der anderen Seite unten machen. Wir müssen die Förderbandleitung nämlich noch verlängern. Ich denke mal, das sollte aber kein Problem sein. Förderbandleitung verlängern. Wie machen wir das am schlausten? Wir arbeiten uns erstmal runter. Da sollte ich auch ein paar interne Panzerungsplatten mitnehmen. Okay, damit steht der eine Block da.
Ich muss es ja auch schweißen können. Okay. Das ist alles nicht so leicht ohne Jetpack. So kriege ich die auf jeden Fall schon mal geschweißt. Kann ich hier langlaufen? Jo. Da noch einen hin. Komme ich von hier daran? Nein. Aber so komme ich da jeweils ran. Ja, so geht's. So werden wir das. Komme ich da auch noch ran? Ja, perfekt. Energy low. Okay, wir müssen gleich nochmal aufladen. Das machen wir mal zuerst. So, dann können wir den gefährlichen Kram hier weitermachen. Nehmen wir nochmal einen Block mehr mit hier. Relativ gefährlich, hier auf der letzten Kante das so zu machen. Vielleicht sollte ich auch schon mal bei denen, die ich fertig habe, Live-Geräte setzen. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. So, jetzt hier müssen wir auch noch mal ran. Und zwar soll ich hier auch noch einen sitzen. Müssen wir da eine Rampe bauen. Das ist schon okay. Der weg. Der dahin. Der hier muss auch weg. Versuche ich mir hier mal ein Plateau zu bauen, dass ich darauf laufen kann. Komm ich jetzt hier noch raus? Ja, komme ich. Sehr schön. Plateau zum Laufen. Und diese Blöcke da werde ich jetzt tatsächlich schweißen, obwohl ich die gleich wieder wegnehmen werde. Ich habe aber Angst, dass die zusammenkrachen, wenn ich hier bohre. Und da ich auf denen stehe, sollen hier schon ein bisschen was aushalten. Hier wird jetzt bestimmt ein bisschen was kaputt gehen. Jo. Das ist aber okay. Und hier... Ah, den habe ich natürlich gerade gebaut. Naja. Hier genau das gleiche. Oh, ja, Glück gehabt. So, dann gucken wir mal, ob die da jetzt hinpassen. Ah, ich muss, glaube ich, noch einen tiefer bohren. Ja. Ich muss einen tiefer setzen. Gucken wir mal, dass wir... Hey, wir gehen jetzt mal hoch. Ja, ja, die kommen gefährlich, ne? Auch schnell. Was wollte ich denn jetzt? Achso, runterbauen. So. Oh, das war dumm. Ja gut. Meine guten Werkzeuge sind damit dahin. Kriege ich noch welche hergestellt? Kriege ich noch. Ich habe noch Gold, Silber. Und einen einfachen Bohrer hatte ich, glaube ich, ne? Ne, Stufe 1 Bohrer. So. Man sollte nicht über Löcher springen. Keine gute Idee.
Wie machen wir das jetzt am besten? Und ich springe direkt wieder über ein Loch. Mir sind noch ein paar Bohrer runtergefallen, deswegen ist hier ein bisschen was kaputt. Aber nicht so schlimm. So, ein paar Stahlplatten brauche ich noch. Hier ist jetzt erstmal unser Weg nach oben. Und da sollen die Dinger sitzen. Das heißt, ich muss da echt nur ein bisschen ran. Bauen wir uns hier mal so einen eigenen Weg. Oh, hier das gleiche Prozedere wieder. Diese Kante da ist im Weg. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Schauen wir mal. Kann da noch nicht sitzen. Da ist noch ein bisschen Ecke. Jetzt kann er da sitzen. Das heißt, du dürftest da auch sitzen können. Jo. Und der letzte wird schwieriger. Da müssen wir mal eine halbe Platte setzen. Schauen wir mal, ob der letzte da auch noch sitzen kann. Ach, das ist ärgerlich. Ich brauche eine halbe Platte, bitte. Da unten die Ecke ist noch ein Problem. Keine Stahlplatten mehr. So. Sollte es aber hoffentlich passen. Yes, okay, der letzte sitzt auch. Das Ding lasse ich nochmal, damit ich hier mich frei bewegen kann. Und dann schweiße ich kurz mal alles und dann sehen wir uns gleich wieder. So, damit sind die der Schredderraum quasi fertig. Hier nochmal ein bisschen die Schäden beseitigen, die ich vorhin hatte. Aber das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Alles komplett eingeschlossen, damit da auch keine Teile mehr sich auf den Blöcken verhaken. Wir müssen die gleich nochmal gruppieren und das alles wieder machen hier mit dem Sensor. Komme ich da ran? Nee. Da müssen wir das woanders machen. Ich glaube, hier habe ich irgendwo noch Zugriff zu einem Förderband. Zum Netzwerk hier. Jo. Schleifgeräte. Und zwar die alle. Hat mir da, finde ich, eine Gruppe? Ne, hatten wir nicht. Okay. Schleifgeräte. Oder die Gruppe ist weg, weil ich die Blöcke entfernt habe. Schrottplatz. Schleifgerät. Tja. So, das heißt, der Sensor. Schrottplatz. Genau. Der muss haben die Schleifgeräte an und Schleifgeräte aus. Testen wir das nochmal kurz. Jo, funktioniert. Sehr schön. Jetzt fallen die Sachen da auch schön runter. Und das kann sich alles drehen. Ich denke mal, der Bereich sollte fertig sein. Dann wäre es noch super, wenn ich hier eine Klappe hinkriegen würde. Vielleicht sogar einigermaßen eine Klappe. Ich denke mal, mit einem Rotor wäre es am besten. Einfach hier hinsetzen.
hier. Ja, der ist dann aber nicht viel durch. Weiß nicht, ob das so gut ist. Also es wäre schön, wenn ich da eine Klappe hätte. Aber ich habe Angst, dass hier dann zu wenig Platz ist. Vielleicht sollten wir das ein höher setzen. Versuch das einfach mal. Wenn ich hier einen Block hinsetze. Und da dann einen Rotor ansetze. Auch hier so starten. Gucken wir uns das einmal an. Ja, das geht schon nicht. Kann er noch weiter raus? Kann er. So, dass das Ding einigermaßen mittig sitzt. Wenn wir dann hier nicht, ja, den Rotor vorher natürlich feststellen. Weiter rüber geht nicht. Ich das dann weiter runtergesetzt. So vielleicht. Den nicht hingesetzt, ne? Okay, wir schweißen mal den Rotor und gucken uns das mal gleich an, wie das aussieht. Jetzt komme ich auch an meinen schönen Förderbandzugriff da nicht mehr ran. Ja, müssen wir außen rumlaufen. Okay, jetzt schauen wir mal. Schweißen wir mal den Rotor und das Ding. Kannst du dich noch bewegen. Kannst dich bewegen. Aber nicht weit genug. Wahrscheinlich die hier im Weg, ne? Yep. Das ist natürlich ärgerlich. Oh, halt nicht so weit. Das war die falsche Richtung. So rum. So, wenn das so die quasi die Nullposition wäre, vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr davon. Müssen die hier aber auch weg. Dass die weg müssen, ist natürlich echt doof. Aber schauen wir mal. Obwohl, machen das anders. Wir setzen das Ding nicht zu 100% darüber. Da komme ich nicht ran. Wir nehmen das hier auch noch weg. Schieben den einigermaßen mittig drüber. Ich glaube, so ist es von der Ästhetik her das Beste. Da ist hier eine relativ große Lücke, aber ich denke mal, das ist okay. So, was wollte ich jetzt hier noch aufsetzen? Diese Blöcke. So. So. Brauchen wir nochmal ein paar Stahlplatten. So würde das dann aussehen. Ich könnte hier auch noch was anderes hinsetzen. Stahlplatten holen. Und wenn ich jetzt mal den Rotor hier drehe, können wir uns mal angucken, wie das aussieht, wenn das runtergefahren ist. Ja.
Hier ist natürlich noch eine relativ große Lücke. Aber ich wüsste nicht, wie ich diese Lücke jetzt anders schließen könnte. Wenn wir das Ganze hier rübersetzen, dann haben wir hier halt ein Problem, das sich nicht mehr bewegen lässt. Aber ich denke, das ist verkraftbar. Vielleicht kriegen wir hier so halbe Blöcke hinsetzen noch. Das sieht auch irgendwie doof aus. Ich bräuchte halbe Blöcke. Hier könnten wir auf jeden Fall so einen hinsetzen. Ja, das könnten wir nochmal machen, aber das wäre auch das Einzige dann. Aber so ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Das müssten wir nur in Sensor- und Timerblöcken mit einbauen. Ja. Ich denke, das kann was werden. Ich schweiß das Ding jetzt einfach mal. Dann werden wir gleich nochmal einen Sensor hinzufügen. Und das Ganze zum Funktionieren bringen. So. Jetzt färben wir das Ding nochmal ein bisschen anders. So. Okay, jetzt müssen wir natürlich sicher gehen, dass das Ganze so passt. Das heißt, wir setzen jetzt erstmal die Untergrenze auf 21, 22, damit es nicht schleift. Die Obergrenze, das war relativ viel. Immer rückwärts, bitte. Oh, oh. Obergrenze müssen wir auf 21 setzen. Und die Untergrenze wahrscheinlich 0. Gucken wir mal, ob es mit 0 ist, zu wenig. Minus 25. Können sogar noch ein bisschen mehr. Gehen wir auf minus 50. Und wir brauchen Sauerstoff. So, und dann würde quasi, sobald die Schleifgeräte unten angehen, und das mal hier auf minus 1, dann umkehren und dann würde der runterfahren. Und dann würde er quasi, wenn da noch was im Weg ist, sogar nachschieben. Ich denke, das ist gar nicht verkehrt. Okay, das heißt, wir brauchen noch zwei Timerblöcke. Dann sagen wir jetzt hier nochmal umkehren, damit er offen ist. Sideshot-Lock. Den bauen wir hier rein. Oder die. Zeitschaltblock 17 und 18. Okay. Dann nennen wir das Ding mal Schrottplatz Start und den Schrottplatz Stopp. Und dann müssen wir die noch konfigurieren. Für den Start brauchen wir die Gruppe Schrottplatz-Schleifgeräte. Die müssen einfach nur angeschaltet werden. Und ich sollte den Rotor hier nochmal benennen. Die nennen wir einfach mal Schrottplatzdeckel. So, beim Start brauche ich bitte den Deckel. Und da müssen wir eigentlich immer umkehren sagen. Ist immer nicht so schön bei Rotoren.
Aber es ist nun mal so. Dann brauchen wir hier für den Stopp Block umschalten aus. Und den Deckel. Block umschalten. Nee. Umkehren. Dann den Sensor noch. Den Schrottplatzsensor. Den müssen wir noch konfigurieren. Und zwar Zeitschaltblock 17. Starten. Und wenn nicht, dann bitte Stopp starten. Ich glaube, das war's jetzt schon. Testen wir jetzt mal. Das heißt, wenn hier ein bisschen mehr liegt, dann. Zermalmt er das einfach. Drehmoment. Okay, da muss ich mal so in die Konfiguration gehen. Jetzt habe ich halt das Problem, es liegt hier was und der Deckel ist geschlossen. Und das rutscht halt nicht nach. Aber vielleicht kriegen wir das auch so noch geschoben. Wir müssen erstmal den Drehmoment ändern, weil der ist zu stark. Den setzen wir mal auf ganz wenig. Ich hoffe, die Klappe fällt da nicht einfach runter. Nee. Was habe ich befürchtet? Jetzt müsstest du wieder aufgehen. Das reicht nicht an Power. Das reicht auf jeden Fall, um den Deckel zu bewegen. Das ist schon mal gut. Okay. Dann versuchen wir den Deckel noch mal ein bisschen Form zu geben hier, dass er das ein bisschen reinschiebt. Könnte das jetzt mal drauf liegen bleiben? Danke. Bis ins Unterste kommt er nicht. Bei solchen kleinen Konstruktionen. Aber das ist okay, weil man sieht ja, der Block fällt hier langsam rein. Aber auch nicht bis zum Ende. Das ist ein Problem. Das heißt, wir sollten uns nochmal den Sensorbereich anzeigen lassen. Jetzt müssen wir einfach. Moment, ich muss einmal Sauerstoff tanken. Wir müssen den Sensorbereich einfach ein bisschen besser einstellen. Ein bisschen genauer einstellen. So, Sensorbereich. Warum habe ich eigentlich zwei Sensorbereiche? Ah ne, weil ich da drin stehe wahrscheinlich. Okay. Dann mal nach oben. Nach vorne. So, jetzt sollte das eigentlich keine Probleme machen, wenn hier oben was liegen bleibt. Kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht reingeschoben, ne? Ah, doch. So, und jetzt geht es an. Wenn es halt eine größere Konstruktion wäre, würde der das nachschieben. Ich denke, das ist okay. Wir müssten das nochmal live testen. Aber so würde ich sagen, ist das erstmal okay. Das heißt, hier machen wir auch mal aus. So. Und dann ist das der Schrottplatz. Jetzt könnten wir noch ein paar Lichter hinzufügen. Denn wir haben jetzt einen Timer-Block. Da können wir beliebig viele Sachen reinpacken.
Brauchen wir auf jeden Fall ein paar drehende Lichter und ein paar normale Lichter, ne? Die konfigurieren wir gleich noch, dass die ein bisschen besser aussehen und packen die in den Grupp für die Z-Chat-Blöcke. Das heißt, rotierende Lichter habe ich sonst nicht. Das ist Lichter Schrott. Schrottplatz. Die wollen wir gelb irgendwie so in die Richtung haben. Dürfen die gerne auch nicht so intensiv sein und nicht so schnell drehen. Vielleicht so. Ich sehe es jetzt leider gerade nicht, aber das macht, glaube ich, nichts. Und dann brauchen wir noch den Zeitschaltblock Start. Der kriegt die Lichter, der macht die an. Und Stopp kriegt die Lichter und macht die aus. Jetzt können wir uns die Lichter noch einmal angucken. Ja, ich denke, so ist okay. Wenn wir das jetzt hier einmal den Z-Chat-Block triggern. Ja, war ja fast klar. Dann gehen noch die Lichter an. Und die Lichter gehen dann aus. Okay, perfekt. Das heißt, sobald hier jetzt eine Blockkonstruktion drin liegt, ein bisschen weiter drin liegt, gehen die Lichter auch an. Zack, und das geht aus. Cool. Das sollte passen mit dem Schrottplatz. Jetzt ist es leider schon wieder dunkel. Denn ich wollte ja noch ein bisschen die Basis da erkunden. Denn das wäre ja so unser nächstes Ziel. Aber dann werde ich erstmal einen Mining-Trip einlegen. So ein, zwei Fuhren. Da brauchen wir den großen Truck auch nicht. Nehmen wir den kleinen. Den habe ich hier geparkt. Bist du eigentlich hier? Wo abgefallen? Da komme ich ja so nicht mehr ran. Aber hier kann ich zwei, drei Runden fahren. Und ein paar Ressourcen noch holen. Zeit ein bisschen nutzen. So, die Sonne geht langsam auf. Und dann wollen wir da mal gucken, was wir da denn so spotten können. Ich hoffe, die Sonne ist schon hoch genug. Es wird in dem Tal da so oder so schwierig, dass da mal Sonne hinkommt. Huch. Den habe ich da hinten geparkt. Dann holen wir uns den nochmal. So, jetzt bleiben wir mal stehen und fliegen ein bisschen höher. Ah, es ist doch im Sonnenlicht. Was haben wir denn da? Haben wir auf jeden Fall schon mal einen großen Geschützturm, Raketentürme. Ja. Vielleicht nochmal von der anderen Seite gucken. Aber das würde uns, glaube ich... Also ich meine, wir wollen auch an die Materialien daran. Kommen wir gar nicht drum rum. Oh, ich bin schon 1,7 Kilometer. Ich sollte ein bisschen weiter weg. Haben wir hier auch noch Türme? Ist schwer zu erkennen. Ja, das ist ein interner Geschützturm. Okay. Sollte machbar sein. Es ist ein relativ offenes Feld. Aber dafür werden wir zwei Dinge brauchen. Denn ich will das Ding relativ safe angreifen. Und dafür würde ich gern ein Fahrzeug bauen. Ich kann auch mal das unbekannte Signal da drüben mitnehmen. Ein Fahrzeug bauen, was Drohnen starten kann. Einfach ein, man könnte natürlich auch ein Fluggerät bauen, aber bei 1,9G wird das, glaube ich, schon relativ schwierig. Und die Energiezufuhr wird ein Albtraum werden. Deswegen denke ich, ein Fahrzeug, was dann, weiß nicht, also auf 2 Kilometer oder so stehen kann und einfach eine Drohne losjagen kann, ist gar nicht so verkehrt. So, dann gucken wir mal. Dann können wir nämlich das unbekannte Signal hier gleich verschrotten.
eins, das abhebt. Okay. Ist nicht mal was drin. Das ist ja traurig. Ach, der Knopf ist unten. Na komm. Fall um. Okay, dann das bisschen Jetpack, was wir haben. Reicht auch nicht. Hab ich noch. Ich habe auch keine Stahlplatten mehr. Schade, dann machen wir das anders. Dann heben wir dich einfach ein Stück an. Fuel critical. Ein Badger Grinder, okay. Was ist da drin? Die Sachen, das passt schon. Das nehmen die Schleifgeräte gleich auf. Komme ich da jetzt noch wieder rein? Wäre auf jeden Fall schön. Oh nee, nicht schon wieder. Ah, sehr schön. Okay. Dann fliegen wir jetzt mal kurz zurück zur Basis. Und wir brauchen hier auf jeden Fall Licht noch. Das muss ich gleich nochmal hinzufügen. Dass wir hier auch ein bisschen was sehen können. Die gehen mal kurz darauf. Der schiebt das jetzt runter. Das bleibt natürlich auf diesen blöden Dingern da stehen. Tschüss. Ciao, Kakao. Lichter gehen an. Okay, das Ding ist natürlich small. Oh. Das ist nicht so schön. Fahrtanzeigen. So, haben wir den Fehler auch gleich ausgemerzt. Das war jetzt so viel hin und her, dass der Rotor sich verstellt hat. Das habe ich auch schon befürchtet. Umkehren. Aber ist okay. Da kommt der Rotor irgendwann nicht mehr mit. Nicht so schlimm. Lichter wollen wir noch hinzufügen. Habe ich noch ein paar Sachen dabei? Oh, ja, das wird nicht funktionieren. So, das sollte, glaube ich, reichen an Lichtern. Einfach so da drüben eine Lampe. Einfach, dass ich ein bisschen was sehen kann. Können das nochmal hübsch machen. Die hier werden wir erstmal vorerst nicht schweißen, da zu viele Stahlplatten einfach da benötigt werden. Da haben wir die Ressourcen noch nicht für. Und ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Also eine Art LKW so in der Art, dass der Drohnen transportieren kann. Ich weiß noch nicht genau, ob er die auch schweißen soll. Oder schweißen sollen, kann, sollen, so in der Art. Also, dass wir Materialien mitnehmen. Aber vielleicht einfach drei Drohnen, dass wir die starten können. Aber müssten wir wieder zurückfahren. Vielleicht sollte er die schon schweißen können. Schauen wir mal nächste Woche. Da könnt ihr auf jeden Fall noch eure Ideen gerne auch nochmal zu reinschreiben. Und die Batterie ist leer. Die werde ich gleich noch wegnehmen. Und dann vielen Dank, wie immer, fürs Liken, Abonnieren und Teilen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.